Es ist dunkel geworden. Oh mein. Es ist ungefähr 7:30. Meine Tochter macht Essen unten. Ich habe heute keine Lust gehabt zu filmen. Irgendwie ist bei mir heute der Wurm drin, keine Ahnung. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe den ganzen Tag verbracht, ohne auch nur einmal die Kamera anzumachen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Manchmal, ja, habe ich solche Tage. Dann läuft alles irgendwie schief und alles ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber ja, egal. Die Männer sind jetzt draußen ein bisschen spazieren. Wie gesagt, es ist dunkel. Die haben, glaube ich, auch. Die brauchten auch mal frische Luft. Genau, die anderen sind unten. Der Kleine spielt, der hat ein neues Auto geschenkt bekommen. Wir haben ganz lieben Besuch gehabt von meinem Sohn und meiner zukünftigen Schwiegertochter. Das war richtig süß, war ganz schön und sehr lieb alles. Meili, komm her. Meili, komm. Psst, komm hierher. Meili, komm her. Ich bin für dich hier oben. Und ich bin mal hergekommen, ein bisschen mit meinem Hund zu kuscheln. Die hat vorhin ihr Fressen bekommen, hat sie ihr großes Geschäft erledigt und jetzt liegt sie hier die ganze Zeit, will gar nicht runterkommen. Habe ich gedacht, ich gehe mal zu Meili und melde mich mal bei euch. Heute ist das Video leider nicht so lang geworden. Ich hoffe, dass das auch einmal ja, in Ordnung ist, dass ihr nicht so viel seht. Guck mal, was ich für euch heute noch aufnehmen kann. Schaue ich mal, es war schon spät, aber ja, mal schauen. Wir müssen auch noch ein Geschenk einpacken für meine kleine Enkelin. Die hat nämlich letzte Woche Geburtstag gehabt. Die ist, wie alt ist sie geworden? 4, glaube ich. Und dafür hatte ich ja dieses Playmobil gekauft, was Amazon so eigenartig geliefert hat, was so ein bisschen ranzig aussieht an den Rändern, aber ich hoffe, die Kleine wird es verzeihen. Meine Schwiegertochter sagte, sie könne das richtig gut einpacken, da wäre ich dann ihr sehr dankbar für. Ich hoffe, dass ihr auch das Geschenkpapier findet. Ich habe das unten im Keller irgendwo gesehen, aber bei dem ganzen Durcheinander, also ich weiß nicht, ob wir das nochmal wiederfinden. Ich hoffe, sie findet das. Dann können wir das schön einpacken. Und ja, dann sollen wir morgen so gegen 2 oder 3, glaube ich, sollen wir dann kommen und dann kriegt sie ihr Geschenk und dann hat sie Oma mal wieder gesehen. Das ist doch auch schön. Ja, und ansonsten bin ich einfach nur richtig, richtig müde. Ich bin richtig kaputt. Der Kuchen wurde übrigens gegessen und die Jungs sagten, dass die Schwarzwälder Kirschtorte nicht richtig nach Alkohol geschmeckt hat. Wobei meine Schwiegertochter sagte, dass die Sahne richtig doll nach Alkohol schmeckt. Natürlich die Kirschen sowieso, aber ja, der Teig wohl weniger. Keine Ahnung, ich habe nicht gegessen. Ich mag keinen Alkohol. Ich mag auch keinen Kuchen mit Alkohol. Ich schmecke das sofort raus. Also jedes Mal, wenn ich irgendeinen schönen Kuchen esse und da Alkohol drin ist, ich schmecke das sofort. Und da ist irgendwas falsch in dem Kuchen drin und das gehört da nicht rein. Und genau das ist dann immer der Alkohol. Also niemals. Trinke ich weder Wein noch sonst irgendwas, habe ich noch nie und werde ich auch nicht. Ich trinke keinen Schluck Alkohol, nichts in dieser Art und Weise. Ich mag den Geschmack nicht. Ich finde das einfach nur, Acı würde man auf Türkisch sagen, einfach nur ein bitterer Geschmack. Nee, deswegen, ich habe meinen tollen Apfelkuchen gegessen, den habe ich euch auch nicht gezeigt. Ich hatte wirklich überhaupt gar keine Lust. Habe ich noch gefilmt, wie ich den Teig gemacht habe, wie ich angefangen habe? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe euch erzählt, dass ich den Apfelkuchen machen wollte. Ja, heute haben wir uns nicht so gut verstanden, die Kiddies und ich. Da war irgendwie der Wurm drin und das nimmt mich immer sehr mit und macht mich dann auch ein bisschen traurig. Naja, egal, alles wieder gegessen, alles wieder gut. Auf jeden Fall, für euch war heute nicht viel dabei. Das ist, glaube ich, aber auch mal nicht so schlimm. Vom Apfelkuchen ist, glaube ich, noch so ein halbes Stück übrig. Und von der Schwarzwälder Kirschtorte sind 3 Stücken übrig geblieben. Alles andere ist ratzefatz leer, ne? Haben alle aufgegessen. Und ja, die Torte sah aber sehr lecker aus. Aber mein Mann sagte, das geht überhaupt gar nichts über meinen selbstgemachten Apfelkuchen. Der kam nachher nämlich auch noch dazu natürlich. Und ja, dann musste er aber auch wieder zurück aufs Dorf. Da ist irgendwas passiert. Da muss er mal gucken, was da jetzt wieder los ist. Naja, soll ja nicht langweilig werden. Was kann ich sonst noch berichten? Nicht wirklich viel. Die Jungs sind alle unten, die spielen, bis auf meine Schwiegersöhne, die sind spazieren gegangen.
Ich bin mit Miley gar nicht raus. Ich habe das nicht geschafft heute. Miley war den ganzen Tag zu Hause. Ich überlege tatsächlich, ob ich nicht noch mal einen Moment auch mit dem Hund in die Straßen rauf und runter gehe. Ich glaube, das mache ich gleich noch mal, wenn die Jungs wieder da sind. Dann gehe im Anschluss ich noch mal mit dem Hund raus, obwohl es schon spät ist. Ne? Also, und es ist ja auch so einsam jetzt draußen. Ist ja kein Mensch auf der Straße. Vielleicht gehe ich auch nicht. Ich habe auch keine Lust. Miley glaube ich auch nicht wirklich. Die ist sich nämlich hier schon jetzt hier schon auf ihr Abendschlafritual eingerichtet. Ja, und dann hat meine Tochter vorhin hier ihre Milch gezapft, hätte ich fast gesagt, abgepumpt. Und dann habe ich die Heizung angemacht. Und für sie war das hier so kalt, weil das Fenster war auch auf. Habe ich so vergessen heute Morgen. Und dann kam ich hier rein. Boah, war hier eine Wolke drin. Ich habe wohl irgendwie in die falsche Richtung gedreht, die Heizung, es war so warm hier, ich bin explodiert vor Hitze. Ich habe meinen Sohn noch mal gerufen, guck mal, Sohn, ohne Brille, ich kann es nicht sehen. Was ist denn das für ein komischer Heizungsknopf, mal ehrlich, kann man ja gar nicht erkennen, ne? Auf und dann einmal Mama hat er gesagt, du musst in die Richtung drehen, wenn das so mehr wird, der Knopf, ne? Wenn man den so dreht, dann kommt er so raus, dann geht sie an. Und wenn das wieder zurückgeht, geht sie zu. Ist ja auch eigentlich ganz logisch, nur ohne Brille sehe ich weder, ob das höher geht oder runter geht. Naja. Egal. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin wirklich richtig, richtig erschossen. Also am liebsten würde ich jetzt ins Bett gehen und schlafen, aber das geht nicht. Naja. Wie meine Tochter macht Essen. Ich weiß gar nicht, was die da noch essen wollen. Das ist also, ich bin von dem einen Stück, was ich gegessen habe, eben schon richtig pappesatt. Aber die Männer, die brauchen ja was Handfestes. Ich glaube, die haben wieder Hunger. Ja. Mein Mann ist ohne Essen weggefahren. Der, wie gesagt, da ist was auf dem Dorf, da muss man mal nach dem Rechten gucken. Oh, ich werde halt bestimmt nicht alt werden. Ich gehe ganz sicher um 9 oder 9:30 ins Bett und dann schlafe ich mal. Ich hoffe, dass ich schlafen kann. Das ist auch noch nicht garantiert, aber wollen wir mal schauen. Morgen, wie gesagt, haben wir den Geburtstag von der Kleinen. Und dann geben wir ihr das Geschenk und bleiben nicht lang, bringen nur das Geschenk vorbei. Ich denke mal, dass wir noch eine Torte essen werden. Ich habe nämlich schon in der Kamera, hat sie schon gesagt, Oma, ich habe eine ganz tolle Torte geschenkt bekommen, hat sie mir erzählt. Und ich glaube, eine Einhorntorte war das. Richtig toll hat meine Schwiegertochter gebacken. Sieht richtig süß aus. Die werden wir morgen bestimmt zu essen bekommen, wo ich in den letzten Tagen wirklich mega viel Süßes gegessen habe. Aber das muss natürlich auch nochmal sein. Ja, weil. Oh, ansonsten kann ich nichts mehr berichten. Wie gesagt, ich werde euch noch die Reste der Kuchen zeigen. Guck nochmal, was meine Tochter da im Kochtopf hat. Wir haben auch den Küchentisch ins Wohnzimmer getragen, weil wir dort die Geburtstagstorten anschneiden wollten für meine Tochter. Die hat ja heute Geburtstag, also nicht gestern. Kommt immer wie gestern vor. Das war ja die Nacht gestern auf heute. Heute hat sie ja Geburtstag und dann wird ihr den Kuchen angeschnitten. Und das war ganz süß. Jetzt kommt das hier wieder.